Wunderbar. Also, jetzt mit der Aufzeichnung nochmal in aller Form. Herzlich willkommen hier zum Webinar mit Swissquote zu Ichimoku Kinkoio. Ja, der Indikator, der Superindikator, der im Endeffekt alles weiß. Ja, man weiß es nicht, ob das tatsächlich so stimmt oder nicht, aber der so ein bisschen in die Zukunft schon schauen kann, der so ein bisschen uns zeigen kann, inwieweit der Kurs vielleicht irgendwo abprallen könnte oder wo der Kurs dann so gewisse Schwierigkeiten oder auch Unterstützung hat. Und das, denke ich, ist gerade auch so, wenn wir über volatile Märkte reden, eine doch ganz interessante Sache. Und ich habe natürlich auch ein paar Charts mit dabei, die können wir uns dann auch mal angucken. Aber wir haben eine Fülle an Informationen, denn dieser Indikator, dieser Superindikator, ist tatsächlich relativ umfangreich in der Erklärung, aber einfach, und das ist mein Ziel heute, natürlich einfach auch zu interpretieren. Und genau das sollen Sie dann ja auch können, Sie hier, wenn Sie sich dann mit dem Indikator beschäftigen. Bevor wir da richtig reingehen, natürlich, die meisten kennen mich ja von Ihnen, von euch, das ist jetzt mal die englische Folie, aber sollte jetzt keinen Abbruch tun, zeige ich ja oft genug halt auch dann auf Deutsch. Ja, Trader bin ich, Autor, Präsident der IFTA, im Vorstand der VTAD. Und wer mich erreichen möchte, kann es gerne unter der Torreya Traders School tun oder eben über die Kollegen von Swissquote. So, ansonsten will ich mich nicht weiter hier ausbreiten in dem Sinne. Die Kollegen von Swissquote können Sie erreichen, entweder unter fx@swissquote.com oder forex.support@swissquote.ch. Ja, also da sind die eben entsprechend zu den üblichen Bürozeiten zu erreichen, telefonisch und natürlich auch dann per E-Mail. Und stehen gerne für weitere Fragen zur Verfügung. Bevor wir weiter jetzt in die Inhalte reingehen, ich will hier nochmal ganz deutlich machen, erstens ist es ein Impuls, eine Impulsveranstaltung, ja, um selber auch zu überlegen, ist das Thema was für mich oder nicht. Und natürlich, dass Sie sich auch bewusst sind, dass natürlich CFDs auch jetzt nicht für jeden geeignet sind. Warum? Weil sie hochgehebelt sein können oder gehebelt sind und damit natürlich auch ein gewisses Verlustrisiko mit sich tragen. Das will beherrscht werden und natürlich gehen Sie da dementsprechend dieses Risiko nur ein, wenn Sie es auch leisten können. Und natürlich zuallererst, wenn Sie es auch wirklich verstanden haben. Wenn wir uns darauf verständigen können, dann mache ich gerne weiter. Gut, gehen wir mal rein in das ganze Thema, die Einführung. Wo kommt Ichimoku Kinkoio eigentlich her? Es ist ja nicht unbedingt aus unserem Sprachgebrauch, könnten wir mal so sagen, sondern im Endeffekt ist Ichimoku ja, wie viele andere Analysemethoden auch, aus Japan. Ja, ich sage nur Candlesticks, ja, die ja auch letztlich in Japan entwickelt wurden. Heikinashi, vielleicht kennen Sie das auch aus Japan. Also irgendwie scheint da so eine gewisse Börsenaffinität zu sein. Und soweit ich weiß, haben wir in Japan, nach letzten Schätzungen, die ich so mal gefragt habe, rund 90 Millionen Privatanleger. Also da ist eine gewisse Affinität dann doch zur Börse und zum Handel da. Und dementsprechend gibt es auch immer wieder mal was da eben weiterentwickelt wurde. Und so gab es einen Journalisten, einen Wirtschaftsjournalisten, Goichi Hosada. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Ist ja nicht ganz so einfach für uns. Na, Goichi Hosada, der für eine Zeitung Nihonko Shimbun schrieb. Und er hatte ein Pseudonym. Und das finde ich schon mal ganz spannend. Pseudonyme kennen wir ja auch heutzutage. Ich sag nur Satoshi Nakamoto. Ja, vielleicht ist er das Gleiche, wer weiß. Ja, unter dem Pseudonym Taro Sagami, der dann dementsprechend halt für diese Zeitung in der Finanzmarktabteilung geschrieben war, hat und unterwegs war und der dann auch ja nochmal einen neuen Namen angenommen hat, interessanterweise nach dem Krieg, und zwar den Namen Sanshin Ichimoku, ja, also Ichimoku Sage, und darunter eben auch so ein paar Artikel geschrieben hatte, ein paar Publikationen. Und dann eben auch in verschiedenen Zeitungen, halt auch unter der Nihon Shoken Shimbun. Ne? Wer die kennt, ich kenne sie nicht, aber da hat er eben auch veröffentlicht. So, interessant für uns wird es unter dem Aspekt, dass er 1969 das erste Buch über diese Strategie geschrieben und veröffentlicht hat. Ichimoku, dann eben aus seinem neuen Namen, Kinkohio. Das war das, was dann eben mit daran gehängt wird. Und im Anschluss hat er sich dann offensichtlich recht schreibe- und analysefreudig gezeigt, ist auf 7 Bücher gekommen und ja, so richtig, ja, was soll ich sagen, Gas gegeben hat die ganze Strategie oder das Thema irgendwie noch nicht. Denn erst 15 Jahre später kam
Hidenobu Sasaki mit einem Buch Ichimoku Kinko Studies, also ein Buch, das letztendlich nochmal darauf aufbaute. Und das dann wiederum war ein Riesenerfolg. Ja, also 9 Jahre in Folge wurde dieses Buch ausgezeichnet für das beste Buch zur technischen Analyse in Japan. Und dann ging es irgendwie tatsächlich erst so richtig los. Und auch der Enkel von Hosoda hat nochmal ein Buch dazu veröffentlicht, und zwar zur korrekten Interpretation von Ichimoku. Ich behaupte mal, das ist durchaus auch die schwierigste Variante, wo es eigentlich relativ einfach ist, aber wir kennen es ja bei vielen anderen Sachen eben auch, dass man da durchaus in die Tiefe gehen kann. Und ich kann mir vorstellen, dass dieses Buch, ich habe es jetzt nicht gelesen, aber dass dieses Buch durchaus interessant ist für alle diejenigen, die das ganze Thema Ichimoku eben auch noch wirklich vertiefen wollen und da weiter eintauchen möchten. Viel mehr wollen wir uns jetzt gar nicht aus der Historie anschauen, sondern lassen uns direkt eintauchen, einsteigen in den Indikator selbst. Denn der Indikator ist ein Trendfolger und tatsächlich auch eine Trendfolgenstrategie. Also kann man sagen, Ichimoku ist eine trendfolgende Strategie. Und das ist schon mal ganz wichtig, denn die erste Frage ist, wie definieren wir eigentlich einen Trend? Ich hoffe, Sie wissen das. Ja, das ist ja eigentlich so Basiswissen. Ich habe es ja mal eingezeichnet. Alle Charts im Übrigen sind Euro, US-Dollar im Tageschart. Ja, ich habe das einfach immer ein bisschen weiterentwickelt. Und wenn die Zeit reicht, können wir uns natürlich auch gerne mal Live-Charts anschauen. Habe ich auch entsprechend hier auch vorbereitet. Ja, liegen hinter den Folien sozusagen. Und dann können wir da mal raufschauen. Ja, schauen wir uns mal an, wie ist denn der Aufwärtstrend definiert? Der Aufwärtstrend nach klassischer Definition, nach Charles Henry Dow, ist einfach eine Abfolge von steigenden Hochpunkten und steigenden Tiefpunkten. Also das wissen wir auch, das sollten wir zumindest wissen. Ja, das ist ein Impuls, der wird unterbrochen von einer Korrektur, auf die wiederum ein Impuls folgt. Ja. Und das ist ja auch letzten Endes relativ logisch und auch greifbar, denn wir können uns auch lebhaft vorstellen, dass im Regelfall, ja, wenn es nicht gerade so ein Rug-Pull stattfindet, wie bei, wie hieß es denn, dieser Krypto-Coin, Squid-Coin oder Squid-Token, ja, der dann irgendwie von jetzt auf gleich von seinem Hochstand auf Null gefallen ist, weil sich irgendwie die Gründer damit verabschiedet haben. Ja, also dann geht es tatsächlich in einem Rutsch nach unten. Im Regelfall haben wir eben Unterbrechung, wir haben den Impuls, wir haben die Korrektur, wir haben Unterbrechung, wir haben die Korrektur. So, und das ist im Endeffekt das Kennzeichen hier im Aufwärtstrend, höheres Hoch, höheres Tief, aber natürlich auch von der anderen Seite betrachtet, im Abwärtstrend haben wir dann die Abfolge von einem fallenden Hoch und von einem fallenden Tief. So, und das Ganze geht in schöner regelmäßiger Abfolge. Leider nicht so regelmäßig, dass wir uns wirklich immer darauf verlassen könnten, sondern naja, wenn es einmal so ein Schwung gekommen ist, irgendwann findet das eine und irgendwann findet das andere statt. Und dann haben wir natürlich auch noch den Seitwärtstrend, die Seitwärtsbewegung. Und die sehen Sie hier im linken Teil des Charts, ja, das könnte man dann zum Beispiel hier so festhalten. Dann haben wir dann so einen Bereich, ja, und da haben wir dann die Hochpunkte. Ja, könnte man hier nochmal das ziehen. Dann haben wir hier so einen Fehlausbruch. Dann haben wir die Tiefpunkte. Und Sie sehen es, das ist jetzt keine Abfolge von steigenden Hochs und steigenden Tiefs. Es ist aber auch keine Abfolge von gleichen Hochs und gleichen Tiefs, sondern es schiebt sich so ein bisschen hin und her, das franzt mal aus nach oben und nach unten, aber am Ende ist es relativ einfach und deutlich zu sehen, ja, wir reden hier über einen Seitwärtstrend, über eine Seitwärtsbewegung, und damit hat sich die Sache dann auch letzten Endes auch erledigt an der Stelle. Gut, was müssen wir noch wissen über Trendfolge? Nun, es geht natürlich, und hier haben wir schon mal so diese Wolke mit eingezeichnet, diese ganzen Elemente des Ichimokus mit eingezeichnet. Wenn wir natürlich schon mal so sehen, die Idee zu haben, ja, höheres Hoch, höheres Tief, ja, wir wollen ja das hier nach oben bewegen. Und wir sehen eben auch, hier passiert ja auch irgendwas mit dem Indikator. Ja, hier ist er, wir nennen das Wolke, hier ist der Kurs in der Wolke oder die Wolke ist im Kurs, je nachdem, wie wir es dann auch benennen wollen. Und irgendwann bricht der Markt aus. Erstmal nach unten, könnte ein Fehlausbruch sein, dann nach oben. Dann gibt es hier offensichtlich so einen Haltepunkt. Da gibt es ja irgendwie noch eine Linie, die ein bisschen enger dran liegt. Ja, und das ist etwas, was wir uns näher jetzt gleich betrachten wollen, um auch mal so ein bisschen Ordnung in das Chaos reinzubringen. Denn offen gesagt
wenn man beim ersten Blick darauf schaut und gar keine Idee hat, was Ichimoku letztendlich darstellt, sieht das aus wie, na, wie sagen wir schön, Kraut und Rüben. Ja, also als ich mich zum allerersten Mal damit beschäftigt habe, habe ich mir auch überlegt, was soll denn das? Ja, ich kann mir ja auch irgendwie nur die Kerzen angucken, dann kann ich doch genügend Informationen da auch rauslesen. Aber nee, da kann man tatsächlich, können wir wirklich uns noch einiges rausholen, was auch sehr interessant ist und vor allem auch praxisnah ist. So, damit Sie sehen, dass es das eben nicht nur im Euro-US-Dollar läuft. Na, ich habe es hier aktuell im FDAX. Ja, ich habe hier dann mal dementsprechend Trading View aufgemacht. Und hier sehen wir eben einfach, hier haben wir auch die Wolken. Ja, es sieht so ein bisschen Kraut- und Rübenmäßig aus hier. Na, aber wenn wir das dann ganz mit auseinanderziehen und auch verstehen, okay, dann klärt sich das Bild und dann kriegen wir auch eine Idee, was wir denn mit solchen Linien hier anfangen. Und Sie sehen, so eine gewisse Relevanz und so eine gewisse Bedeutung haben ja diese Linien hier. Na, irgendwas können wir damit anfangen. Und deshalb lasst ihr uns da mal näher reingehen. So, hier haben wir nochmal die Trendzustände, aufwärts, seitwärts, nochmal der Aufwärtstrend und dann hier geht es seitwärts und dann kippt das Ganze irgendwann runter. Aber wie gesagt, das werden wir uns noch genauer anschauen. So, fünf Linien gibt es im Ichimoku Kinkō Iō. Und diese fünf Linien sind im Endeffekt vier von denen. Die fünfte nicht, sind Durchschnittswerte, Durchschnittslinien, sind jetzt aber auch keine einfachen kleinen Durchschnitte. Ja, das wäre tatsächlich zu simpel, dafür brauchen wir uns jetzt nicht groß aus der Deckung zu wagen, sondern da steckt schon ein bisschen mehr dahinter. Und diese vier Durchschnittswerte haben, so gehört es sich, verschiedene Zeitrahmen, aus denen sie definiert sind. Und eine Linie ist die Preislinie, die einfach nur um 26 Perioden, ja, wenn wir beim Tagesschart bleiben, 26 Tage, ab und nur zurück versetzt wird, zurückgeschoben wird und dementsprechend da ein bisschen was anzeigen soll. So, wir werden uns die Linien anschauen und dabei werden wir uns überlegen, wie wird diese Linie erstellt, also welche Berechnung steckt dahinter, wann ändert sich die Richtung oder wie ändert sich auch die Richtung und ja, wie interpretieren wir sie denn? Na, ich glaube, das ist natürlich auch das Wichtigste. Wichtig ist natürlich erstens zu verstehen, was steckt dahinter. Das müssen Sie jetzt nicht runterbeten können, ja. Okay, wenn Sie die CFTI-Prüfung machen möchten, dann müssen Sie es runterbeten, aber dann unterschreibe ich Ihnen auch gerne das Zertifikat dafür. Aber für uns in der Praxis ist es ja wichtig zu wissen, okay, ich gucke auf den Chart, ich sehe den Indikator und ich weiß, was zu tun ist. Also wie wird sie interpretiert und darum geht es ja im Endeffekt auch hier. So, und wir werden natürlich auch die Bezeichnung kennenlernen und auch verwenden, ob Sie da jetzt für sich andere Begriffe finden wollen, das müssen Sie selbst sehen. Aber es ist immer ganz gut, wenn man sich auf eins verständigen kann. Wir haben den Tenkan Sen, wir haben den Kijun Sen, den Senku Span A, den Senku Span 1, ja, je nachdem, welches Buch Sie bemühen oder welche Übersetzung. Wir haben den Senku Span B oder auch 2 und den Chiku Span als fünften Indikator. Und Sie merken schon, so ganz japanisch war es auch nicht. Ja, und von daher, es ist immer so ein bisschen eine westliche Mischung mit den japanischen Originalen. Also, nichtsdestotrotz schauen wir uns den allerersten mal an. Tenkan Sen. Der Tenkan Sen ist ein recht schneller Kollege. Also ein schneller Geselle. Warum? Weil der eigentlich nur 9 Perioden umfasst. Ja, und wenn Sie sich so mit gleitenden Durchschnitten mal beschäftigt haben, die ja, da klingeln die Nachbarn, aber die können auch gerne mal weiter klingeln. Bei dem, so laut ist es gar nicht. Also sei es drum. Bei dem Tenkan Sen handelt es sich um einen Durchschnitt der letzten 9 Perioden, bleiben wir bei Tagen, also letzten 9 Tage, der daraus besteht, dass wir ein höheres Hoch, also das höchste Hoch und das tiefste Tief, also highest high, lowest low, die zusammenrechnen und zwar aus den letzten 9 Perioden und das Ganze nur halbieren. Ja, also den Durchschnitt wählen aus dem, na, wir schauen es uns hier an, aus dem höchsten Hoch und aus dem tiefsten Tief der letzten 9. So, und das halbieren wir und dann ergibt sich diese Linie, diese kleine blaue Linie. So, und bevor es geklingelt hat, woran wer sich schon mal mit kleinen Durchschnitten beschäftigt hat, Klassiker sind halt 50, 20, vielleicht 8 oder 10. So, und je größer die Zahl logischerweise ist, umso weiter weg ist der Kurs von der Linie. Geht ja gar nicht anders. Und je kleiner die Zahl ist, umso näher dran ist die Linie ja auch am Kurs. Und wir sehen es, Tenkan Sen klebt förmlich am Kurs und kann damit natürlich eine ganz schnelle Richtung, eine schnelle Idee dann letztendlich auch abgeben,
inwieweit der Markt halt dynamisch läuft erstmal, ja, können wir uns vorstellen. Ja, das ist die dynamischste Linie, aber auch gibt auch schnelle Richtungsänderungen bekannt. Da kommen die anderen noch gar nicht hinterher, aber da kriegen wir schon so eine Idee, okay, da ist Bewegung drin und da könnte sich auch letzten Endes eine Änderung in der Richtung andeuten und dann kann man sich entsprechend schon mal positionieren oder depositionieren, also eine Position auflösen. Man kann, schauen Sie ja auch, sehen Sie den Trading Stop so ein bisschen hier ziehen, ja, wenn Sie nicht ewig im Markt bleiben, aber ja, für eine schnelle Bewegung durchaus interessant. So, wann ändert denn Tenkan-Sen, also wann ändert diese Linie die Richtung? Im Endeffekt ändert der Markt, oder nicht der Markt, ändert der Tenkan die Linie, der Durchschnitt die Richtung, wenn der Kurs ein neues Hoch, ja, da geht es nämlich aufwärts, oder ein neues Tief erreicht. Ja, was ja eigentlich auch klar ist, ja, hier geht es ja immer weiter höher und in dem Moment, na, das sehen wir halt hier, ja, hier geht es erstmal hoch, da geht es jetzt ein bisschen seitwärts, jetzt kippt es, jetzt gibt es ein tieferes Tief hier. So, und dann dreht die Linie nach unten und hier im Endeffekt gleiches Spiel. Die Linie dreht hier nach oben, da neues Hoch und dann haben wir das schon. Ja, dann dreht die Stimmung sozusagen, dann dreht die Linie. Hier gibt es auch ein interessantes Konzept und das gibt es tatsächlich nur im Ichimoku, im Tenkan, aber auch in dem folgenden. Und dieses Konzept heißt Candlestick Death. Ja, ein bisschen rabiat, ich weiß. Aber hier geht es im Endeffekt darum, dass der Candlestick, die Kerze, die eben noch in Betrachtung auf einmal keine Rolle mehr spielt, kurzum gestorben ist für die Betrachtung. Und das können wir uns so vorstellen, dass wir hier im Endeffekt ein Hoch haben. Das ist eigentlich ein Abwärtstrend, wie gesagt, Euro, US-Dollar. Was sollte es da sonst geben als ein Abwärtstrend? Ja, ich weiß, böse. Aber wir sehen, der Abwärtstrend, dann haben wir hier die Korrektur. Und hier haben wir das ultimative Hoch der Korrektur. Und das wird begleitet von einem Bearish Engulfing. Nichtsdestotrotz, hier für uns in der Berechnung ist eben wichtig dieses Hoch der roten Kerze. Und dann haben wir hier das Tief, das tiefste Tief der neun Perioden. Das Ganze durch zwei. So, und wir schauen uns diese blaue Linie an, die so leicht abwärts geneigt ist, aber wir können im Großen und Ganzen sagen, eher irgendwie so ein bisschen seitlich, ne? Seitlich läuft. So, und jetzt können wir uns überlegen, was passiert denn eigentlich, wenn wir diese Box mal um eine Periode weiterschieben, nämlich auf die nächst kleinere, nämlich dahin. So, und jetzt sehen wir, das ist der Candlestick Death und die Linie kippt. Ja, also in dem Moment, wo dieses Hoch aus der Berechnung rausfällt, das Tief hier immer noch drin ist, haben wir natürlich dann einfach den Punkt, dass die Linie sich verändert, einfach weil die Zahlen sich verändert. Ist jetzt keine Alchemie in dem Sinne, aber ich finde ganz wichtig zu verstehen, ja, dass in dem Moment, wo einfach so eine Linie dreht, ist auch der Trend zumindest gefährdet oder halt vorbei und dreht dann in dem Sinne. Also Abwärtstrend, so eine leichte Aufwärts- und Aufwärtstrend, aber eher so seitlich aufwärts und dann auf einmal zack, kippt das Ding runter und es geht von heute auf morgen, erst ein Tagesstart, von heute auf morgen kippt die Stimmung und damit auch letzten Endes ja, der Tenkan an, der Durchschnitt. Ja? So, deshalb eben auch die Idee des Candlestick Death. Und was wir eben sehen, ja, hier, dieser Tenkan Sen deutet hier eben an, dass der Markt steigt und das tut er eben dann auch. Jetzt ist natürlich die Frage, ja, geht denn der Markt konform mit dem Ichimoku und halten sich die Marktteilnehmer da dran? Natürlich nicht. Aber es ist aus der Berechnung heraus doch durchaus interessant zu sehen, dass wenn man eben die Hochpunkte und die Tiefpunkte mit berücksichtigt und daraus einen gewissen Durchschnitt bildet, dass das eben eine gute Abbildung von dem ist, was im Markt tatsächlich passiert. Und was noch wichtig ist, und das gilt auch für die nächste Linie, die wir gleich anschauen, ist, dass der Tenkan Sen auch eine gute Unterstützung bzw. auch ein guter Widerstand ist. Und wir sehen das hier, auch da, ne, Tageschart eines Euro-US-Dollar, ne, der Markt bricht hier durch. Das ist dann so eine gewisse Trendwende. Und wer genau hinschaut, der sieht eben dann eine 1, 2, 3, Trendwende, nochmal hier bleibt es dann hängen, ja, am 9er, am Tenkan und dann zieht sich der hoch, wird getestet, wird wieder hochgekauft, berührt, wird weiter hochgekauft und Sie sehen, kann man teilweise ganz gut trailen. Ja? Also hier kann man den Stop durchaus nachziehen und dementsprechend, ja, vielleicht eher auf Schlusskursbasis dann das Ganze betrachten, ja, aber das ist ja die ewige Diskussion beim Stop-Loss. Ja, nichtsdestotrotz
Ja, irgendwann wird man ausgestoppt, ganz sicher dann eben entweder hier mit dem Durchbruch, also entweder hier schon oder dann halt mit dem Durchbruch. Ja, ist dann so ein bisschen Management- und Geschmacksfrage. So, und das kann schon mal ganz interessant sein, aber alleine deshalb, weil wir eben über 9 Perioden sprechen, sehr aggressiv, sehr eng, sehr kurzfristig, sehr schnell rein, aber auch eben sehr schnell wieder raus. Ja, dementsprechend, das müssen wir uns immer wieder klar machen, weil wir eben hier mit einem sehr, sehr eng und kurzfristigen Durchschnitt unterwegs sind. Im Endeffekt, und auch das ist eine interessante Idee, eine interessante Beobachtung, wenn nämlich, und jetzt gucken wir uns mal am DAX an, ja, wenn nämlich hier der Markt weit entfernt ist, schauen wir uns das mal hier an, ja, das ist Corona-Tief, ja, weit entfernt von dem Durchschnitt, hier ist die Tenkan-Sen-Linie, die blaue, weit entfernt vom Durchschnitt und irgendwann geht es dann zurück. Ja. So, können wir aber auch hier sehen, dann kommt die Korrektur. Ja, es ist immer so die Idee, dass der Markt und der Preis zurückkehrt zum Durchschnitt. Und dementsprechend ist das so ein erster Aspekt, dass wir vielleicht sagen können, hey, der Preis ist einfach überreizt, überkauft, überverkauft. Und so ähnlich wie bei den Bollinger Bändern können wir dann eben dann auch davon ausgehen, dass früher oder später die Korrektur dann halt folgen wird. Ja, ist ja keine Garantie, nur aus der Logik heraus durchaus nachvollziehbar. Dann gibt es den nächsten und der nächste heißt Kijun Sen oder auch Kijun. Machen wir uns mal einfach, denn Sen heißen die anderen beiden oder heißt ja hier nun auch der Tenkan. Also haben wir Kijun und Tenkan. So, und hierbei handelt es sich um einen Durchschnitt, der eben nicht so kurzfristig ist, sondern eher mittelfristig. Der besteht aus 26 Perioden, folgt aber sonst natürlich der gleichen Logik. Das heißt, das Hoch und das Tief dieser 26 Perioden, höchstes Hoch, höchstes Tief, wird einfach zusammengepackt, halbiert und schon haben wir den Kijun Sen. Und Sie sehen, er ist nicht so nah am Kurs, der klebt jetzt eben nicht am Tief und wird sofort gerissen, sondern da gibt es ein bisschen mehr Raum, gibt es ein bisschen mehr Platz. Und natürlich kann man sich vorstellen, da kommen wir nochmal drauf zurück, wenn sich dann der kurzfristige mit dem langfristigen kreuzt, ja, da gibt es ja immer wieder Ideen, gewisse Strategien draus zu fahren. Und das haben wir natürlich auch hier an der Stelle durchaus mitgegeben. Ne? So, aber der mittelfristige 26 Perioden zeigt eben auch sehr schön an, wie ist denn der Trend? Haben wir einen Aufwärtstrend? Idealerweise ist dann ist der Kurs dann über der Kijun-Sen-Linie, nicht nur idealerweise, sondern faktisch ist er das auch. Haben wir einen Seitwärtstrend? Wir sehen es selber hier. Ja, an der Stelle, dann läuft der Markt praktisch da durch. Der Preis ist mal drüber, mal drunter. Da brauchen wir nicht mal groß Linien ziehen. Wir sehen es am Durchschnitt und dann geht es wieder weiter. Ist er da drunter? Na, dann etabliert sich offensichtlich ein Abwärtstrend. So, auch hier sehen wir eben einfach, wann ändert die Linie, wann ändert die Kijun-Linie die Richtung. Immer dann, auch hier, wenn neues Hoch erreicht wird. Ja, wir sehen es, hier haben wir das Hoch. Es läuft seitwärts. Hier wird das Hoch gebrochen und es geht kurz hoch. Klappt noch nicht so richtig. Funktioniert erst hier an der Stelle. Na, hier wird das Hoch nochmal gebrochen und dann geht es hier eben auch hoch, weiter hoch, weiter hoch. So, dann gibt es ein tieferes Tief. Aufwärtsbewegung wird beendet. Es läuft erstmal seitwärts hier weiter. Da gibt es noch ein tieferes Tief. Wir sehen es hier. Zack. Kippt die Linie runter, bis es dann irgendwann ein neues Hoch gibt. Dann wird die Abwärtsbewegung beendet. Kommt das nächste hoch und dann fängt die Linie, die Kijun-Linie entsprechend an zu steigen. So, und das ist im Endeffekt auch das, wenn wir uns überlegen, Charles Henry Dow, höheres Hoch, höheres Tief, tieferes Hoch, tieferes Tief. Darauf warten wir ja auch, ja, weil im Endeffekt, wann steigen wir denn aus, wenn der Trend gebrochen ist? Wann ist der Trend gebrochen? Wenn das höhere Tief auf einmal zu einem tieferen Tief wird. Und das sehen wir eben sehr schön an der Kijun-Linie. Ja, und dementsprechend können wir auch diese Linie sehr schön als Stop-Loss nehmen, denn wenn der Markt das Ding erstmal durchbricht, ja, dann ist es auch durchaus gerechtfertigt, mal kritisch über die eigene Positionierung nachzudenken. Ich formuliere es mal so, das ist ja keine Handelsempfehlung, nur das ist eine Denkempfehlung. So, und Sie sehen auch, wir können, ne, der Markt bricht hier durch, der Preis bleibt dann hier hängen, Kijun hängt da drunter, begleitet das Ganze sehr schön und in dem Moment, wo der Preis hier durchbricht, Euro-US-Dollar, ist im Endeffekt ja auch die Idee eines Aufwärtstrends erstmal durch. Hier wäre ein schöner Stop und fertig. Ja, es ist nicht am Hoch, das ist nicht die Idee. Und ja, der Tenkan ist auch näher dran,
Aber dafür hat man ja beide, dass man dementsprechend mal schauen kann, wie viel Raum will ich dem Markt denn eigentlich geben und ab wann will ich mit dann eben auch eingreifen. So. Und natürlich haben wir auch hier den Candlestick Death. Auch da haben wir natürlich die Möglichkeit, halt entsprechend uns genau auch bewusst zu machen, wenn jetzt hier dieses Hoch auf einmal wegbricht, dann haben wir eben einfach die Situation, dass sich die Richtung ändert. Ja, eben ging es rauf, jetzt geht es seitwärts. Ja, und das ist nochmal eben diese höheres Hoch, höheres Tief-Thematik. Und hier ist einmal in der Berechnung das Ganze rausgefallen und schon verändert sich Kijun Sen von einem hochdynamischen hin zu einem eher lahmen sozusagen. Und der Preis fällt hier auch direkt durch. Und dementsprechend nochmal ist das Ganze als Stop-Loss auch durchaus zu sehen und zu rechtfertigen. Ja. So, und auch hier sehen wir natürlich und haben wir, dass das Ganze, das Kijun Sen, dass diese ganze Linie durchaus auch als Stop-Loss und als entsprechend Unterstützung und Widerstand fungieren kann. Ja, zum einen. Und eben auch dann die Wendepunkte im Trend halt auch andeutet. Und anders als beim, oder deutlicher und stärker als beim Tankern, haben wir hier eben auch die Umkehr. Ja. Also wenn eben wirklich der Preis durch diese Linie geht und die Linie ihre Richtung verändert, dann hat das schon eine deutlich größere Aussage, weil es eben einfach mittelfristig ist oder auch langfristig, je nach Betrachtungsweise. Ja, das heißt, wir reden über die 26 Perioden und nicht über die 9, die mal eben zack hin und her pendeln, ja, wie so ein Pendel dann halt, sondern hier geht es eben wirklich dann auch zur Sache. Ja. Wenn Sie Fragen haben, tippen Sie es gerne ein in die Fragen beziehungsweise auch in den Chat und dann versuche ich direkt auch darauf einzugehen, so dass es dann eben auch für uns alle passt. Ansonsten, ich schiebe mir das ja noch ein bisschen zurecht. Genau. Ansonsten kriegen wir es aber auch gut hin. Okay. Also da haben wir nochmal das nächste. Senku Span A. Also, wir kommen immer weiter in diese, was wir als Wolke bezeichnen, ja, die Cloud oder Kumo sozusagen. Und ein Teil davon ist Senku Span A. Und natürlich, auch hier reden wir über einen Durchschnitt. Welcher Durchschnitt ist es? Es ist der Durchschnitt aus Tenkan und Kijun geteilt durch zwei. Also Durchschnitt ist ja immer dann geteilt durch diese beiden oder die in Betrachtung gezogenen. So, das heißt, wir haben die Summe aus dem kurzfristigen 9 und die Summe aus dem 26, also dem mittel- oder langfristigen. Und das Ganze halbieren wir im Endeffekt. Und damit, und das ist das Interessante daran, es ist ein Durchschnitt, der in die Zukunft gelegt wird. Ja, also wo wir eben sagen, Tenkan und Kijun betrachten die Vergangenheit, also die letzten 9 bzw. 26 Perioden, wird dann einfach gesagt, okay, wir nehmen mal den Durchschnitt von den beiden und packen den mal 26 Perioden nach vorne. Und dann gucken wir mal, was der Preis dann macht. Das ist so die Idee dabei. Und ja, genau. Alle Linien sind im Swissquote-Chart erhalten, auch im Advanced Trader Map oder beziehungsweise logischerweise auch dann mit im Trading View, die natürlich auch da Teil des Advanced Traders Web sind. Senku A ändert die Linie natürlich gleichzeitig wie Tenkan und Kijun-Linien. Klar, besteht ja auch daraus. So, und damit können wir eben sagen, einmal, wo könnten entsprechende Unterstützungs- und Widerstandsniveaus liegen? Und das funktioniert erstaunlich gut. Wir werden uns das auch gleich nochmal zusammen anschauen. Und damit kann man eben auch sagen, das ist ein Teil dieser berühmten und beliebten Wolke. Also wir können uns das grafisch eben anschauen. Senku Span A. Hier haben wir wieder den Euro-US-Dollar. Das ist der Abwärtstrend. Hier geht's ja dann, das war dann vor einer Woche oder anderthalb Wochen oder 2 Wochen. Hier ging es dann eben so kurz aufwärts. Hier ist der Tenkan. Sie sehen den schnellen, dynamischen. Hier ist der Kijun, ein bisschen weiter weg. So, und wir sehen schon Trailing Stop. Entweder man steigt hier aus oder da. Das macht den Kohl jetzt nicht so fett. Und wir sehen eben hier, als Durchschnitt von den beiden haben wir dann hier den Senku Span A, der natürlich etwas oberhalb läuft. Warum? Natürlich, weil er ja in die Zukunft gepackt wird. Der ist ja jetzt hier schon. Ja, das heißt,
Wir wollen natürlich darauf achten, was passiert denn, wenn der Preis hier gegenkommt, von unten auf dem trifft. Was passiert dann? Und oftmals erleben wir dann eben einfach auch das Senkungsband A, aber auch B als entsprechender Widerstand bzw. Unterstützung dann auch fungiert. Und das finde ich wiederum sehr spannend, weil wir damit eben etwas haben, was aus der Vergangenheit kommt, aber in die Zukunft extrapoliert wird und tatsächlich oft genug eben auch funktioniert. Ja, und das kann man ja nicht immer so sagen, dass wir sowas in den Märkten finden. So, und schauen wir uns das Gegenstück dazu an. Senkungsband B, der letzten Endes auf die gleiche oder auf die gleiche Idee fokussiert. Senkungsband B ist im Endeffekt, naja, das gleiche, Addition der höchsten Hochs und dieses Tiefs der letzten 52 Perioden. Und das Ganze wird dann durch 2 geteilt und nochmal 26 Perioden im Voraus aufgezeichnet. Also einfach auch hier extrapoliert. So, also es ist kein Durchschnitt aus den vorherigen Linien, sondern es ist, okay, wo es in den letzten 52 Perioden und das schon sehr langfristig gesehen, wo ist das Hoch, wo ist das Tief? Und dann haben wir hier Senkungsband B. Ja, so können wir uns das vorstellen. Und wenn wir die beiden dann zusammenpacken, dann haben wir tatsächlich das, was wir auch als Wolke dann kennen. So, und damit, wenn wir die beiden zusammennehmen, ja, also A und B, Senkungsband A, Senkungsband B oder 1 und 2, je nachdem, dann, und das Ganze mit Farbe füllen natürlich, dann nehmen wir das als Wolke wahr. Das heißt, so Wolke. Oder aus dem japanischen Kumo. So, und dieses ist im Endeffekt die Idee oder das Herzstück der Strategie. Und das ist tatsächlich das Herzstück, denn damit lässt sich wunderbar eben erstmal sagen, wenn der Markt hier ausbricht aus der Wolke, scheint es offensichtlich ein wichtiges Signal zu sein. Denn einmal hat er ja nicht nur die ganzen Durchschnitte durchbrochen, sondern er hat auch das durchbrochen, was wir in die Zukunft extrapoliert haben. Und zwar nicht nur kurzfristig. Ja, hier unten, sondern auch das Langfristige da oben. Und damit scheint schon wirklich ein bisschen Dampf im Kessel zu sein, was dann wiederum den Impact, also die Auswirkung hierfür, doch durchaus interessant und deutlich für Trader macht. So, und wir sehen, bricht er einmal hier durch. Wir nennen es den Kumo Breakout. Ja, dann ist erstmal die Erwartungshaltung, dass der Weg frei ist. Hier in dem Fall nach oben, aber dann eben auch hier der Weg frei, in dem Fall nach unten. Das, was dagegen spricht, ist logischerweise, wenn es zu einer Seitwärtsbewegung kommt, so wie hier, bricht es mal nach oben aus, kommt wieder zurück, ne, weiß aber auch nicht so richtig der Preis, dann geht es jetzt weiter runter. Aber wir sehen auch, dass Long hier nicht wirklich was zu holen ist. Erst da, ja, erst mit dem Ausbruch aus dem Span B, ja, aus dem Senkungsspan B. So, und damit können wir im Endeffekt direkt sehen, mit einem einzigen Blick auf den Kurs, wo bewegt sich der Markt? Sind wir im Aufwärtstrend, sind wir im Abwärtstrend? Und hier hilft tatsächlich die Wolke mit einem schnellen Blick das zu sehen. Und hier fehlen ja noch die Durchschnitte, die habe ich jetzt erstmal rausgenommen, ne, damit es nicht zu viel auch letztendlich wird. Und da haben wir die bullische Wolke, hier haben wir ein bisschen die bärische Wolke. Aber so in dem Bereich spielt sich die ganze Geschichte dann halt auch ab. So, was zeigt uns der Kumo oder die Wolke? Was sehen wir da? Wir sehen im Endeffekt das Verhältnis zwischen dem langfristigen Trend. Ja, also 52 Perioden, ja, dem Durchschnitt aus diesen 52 Perioden höchstes Hoch, höchstes Tief aus der Zeit und dem kurz- und mittelfristigen Trend, das heißt kurzfristig 9, mittelfristig 26 und das heißt daraus dann eben die Senkungsspannlinie. So, und da haben wir eben eine wichtige Information, wenn es um Trendwechsel geht. Denn hier haben wir das Kreuzen, nehmen wir mal das, das ist am spannendsten. So, genau. Wir sehen eben einfach, wenn die Linien sich kreuzen, ich mache es mal ein bisschen größer. Wenn das hier noch geht, dann neue. Na, geht nicht mehr. Wie auch immer. Ich hoffe, Sie können es sehen. Ansonsten gehen wir mal in den Live-Chart. Wir sehen eben, wenn hier die schnelle Linie, die grüne, also Senkungsband A, ist hier unten, kreuzt. Schnell kreuzt immer langsam. Geht ja gar nicht anders. So, dann haben wir hier schon einfach mal so ein bullisches Signal. Klappt das immer? Ja, natürlich nicht. Dann kommt hier, na, dann haben wir eher die bullische Wolke. Preis fällt darunter.
unterhalb der Wolke. Und irgendwann läuft natürlich dann hier der Durchschnitt runter. Die Senkungsbahn B bleibt im Endeffekt mehr oder weniger gerade, ja, mit so ein paar Abweichungen, aber bleibt mehr oder weniger waagerecht. Die kurzfristige Linie geht erstmal hoch. Ne, die muss das ja auch hier, ne, ist ja extrapoliert, ist ja vorgerechnet von hier. So, der Markt bricht hier durch. Dann haben wir im Endeffekt die Kurse, die ja dorthin geschoben werden. Wir sehen das. Und dann wird das Ganze bearish, kurzfristig schneidet langfristig. Und wir sind eben tatsächlich hier im Ichimoku-Abwärtstrend, Kumo-Breakout und dann Abwärtstrend. Und wir sehen eben auch hier, dass diese Wolke durchaus auch als Widerstand fungiert. Von daher kann man auch schon sagen, die andere Seite der Wolke kann durchaus auch immer ein ganz interessantes Stop-Loss-Niveau sein, auch wenn es ab und an mal, wir sehen es, ein bisschen weit weg ist. Aber es soll ja auch Trader geben oder Anleger geben, die nicht ganz so aggressiv sind und dementsprechend halt auch etwas weitere Stops suchen. Hier ist nochmal die Frage nach der Aufzeichnung. Gibt es alles auf YouTube? Dann auf dem Swissquote YouTube-Kanal, Swissquote Deutsch natürlich. Und da können Sie dann auch das Ganze wieder entsprechend sehen. Gut, und umgekehrt, ne, klar, wenn Senkungsbahn A den B von unten nach oben kreuzt, haben wir es mit möglichen Aufwärtstrend zu tun. Hier ist es nochmal ein bisschen deutlicher. Ja, also hier haben wir den Kumo Breakout. Dann kommt nochmal die Korrektur. Wir sehen das hier. Dann kreuzt kurzfristig, hier, kurzfristig, langfristig da und geht nach oben. Und der Preis bewegt sich wunderbar oberhalb auch hier entsprechend der Wolke. Und damit haben wir einen sehr, sehr schönen Indikator. Nochmal, das, was wir hier sehen, ist im Endeffekt das, was wir hier hatten. Das ist dann der Durchschnitt halt aus diesen entsprechend 9 und 26 und das wird einfach nach vorne geschoben. Und diese Kerzen, diese Linie ist ja im Endeffekt das Ergebnis von den Kerzen hier und diese hier ist ja das Ergebnis von den Kerzen. Ja, so können wir uns das halt vorstellen und hier haben wir die Schnittlinie, die Schnittmenge und dementsprechend läuft es dann immer weiter halt ein Stück weit voraus. So, und zu guter Letzt, Chikusban, das ist die Linie, die eigentlich keine Berechnung braucht, sondern das ist eigentlich tatsächlich nur der aktuelle Preis, der 26 Kerzen in die Vergangenheit einfach nur zurückgeschrieben wird. Und das Ganze brauchen wir, um so ein bisschen das Momentum zu messen. Hierbei ist es aber wichtig, und das müssen wir uns immer ganz, ganz klar sagen, hierbei ist es wichtig, dass der aktuelle Preis mit da drin ist. Das ist ganz, ganz essentiell. Machen einige Chartprogramme falsch. Da muss man definitiv drauf achten. Ob das jetzt die Trading-Entscheidung völlig beeinflusst und zur falschen macht, das sei mal dahingestellt. Nur wenn man eben das Ding schon anwendet, den Ichimoku anwendet, dann doch bitte auch richtig, oder? Muss man auch mal ganz klar sagen. Also es gehört immer der aktuelle Preis mit rein. Und dementsprechend, das ist das, was wir beim Chiku haben. Und natürlich ist auch hier die Idee relativ klar. Dadurch, dass der Preis ja zurückliegt, ja, hier ist der aktuelle Preis und der wird hier abgetragen. So ist der Preis hier oberhalb der Chikusban-Linie, was haben wir? Ja, dann haben wir im Endeffekt einen Abwärtstrend. Also ist die Linie unterhalb des Preises, haben wir einen Abwärtstrend. Offensichtlich, ja, kann man auch abzählen, höheres Hoch, höheres Tief oder tieferes Hoch, tieferes Tief. Aber es ist mal ganz schön hier zu sehen, okay, wir bewegen uns über dem aktuellen Preisniveau, sind wir offensichtlich hier in einem Abwärtstrend. So. Und umgekehrt haben wir jetzt hier nicht drauf, aber schauen, ob der DAX hier fleißig war. So viele Fenster auf. So, ja, hier sind wir eben oberhalb, ja, also hier sind wir unterhalb, genau, unterhalb, das heißt, wir sind am Aufwärtstrend, das heißt, auch hier, der aktuelle Preis ist eben einfach höher als der Preis, der dann in der Vergangenheit war. So, das ist einfach die Maßnahme, die wir dann dementsprechend hier so entsprechend sehen können. So, was machen wir mit dem Chikusban? Im Endeffekt
Es hilft uns ein bisschen, um Unterstützungs- und Widerstandsniveaus rauszuarbeiten. Ja, das heißt, dass wir eben sehen, wo gibt es Widerstandspunkte, Unterstützungspunkte, wo könnte eine Wende im Preisverlauf sein. Ja, das ist dementsprechend eine wichtige Frage, die dann die auch beantwortet werden will. Und wir können auch was anderes machen, schauen wir uns gleich an. So, wir haben erstmal hier so eine Art Seitwärtsbewegung. Man haben wir schon oft gesehen, jetzt hier diesen Chart, ist ja auch immer der gleiche, von anderen mit anderen Indikatoren. So, wir haben die aktuellen Preise, Chikusban ist hier. Und wenn wir einfach die Linien ziehen, ja, das sind die aktuellen Hochs, Tiefs. So, das Tief hier wird dahin übertragen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, Moment mal, ich kann doch einfach auch nur die Kerze sehen, das stimmt, ja. Wir brauchen nicht unbedingt Indikatoren, aber es hilft uns ab und an mal eben auch einen Filter zu nutzen oder als Filter zu sehen oder eben einfach eine Bestätigung zu bekommen für das, was wir uns halt so vorstellen. Und im Endeffekt ist es ja auch ganz gut, wenn man halt Strategien ausarbeitet, die man irgendwie formulieren will, die jetzt nicht unbedingt nur über Candlesticks laufen, ja. So, also dementsprechend hier, das ist das Tief, da ist die einfach die Zurücksetzung. Aber wenn wir das alles verbinden, dann sehen wir eben doch gewisse Muster, gewisse Widerstände. Auch hier das Hoch, da ist das abgebildet in der Vergangenheit. Das Hoch hier ist hier in der Vergangenheit abgebildet. So, und das gibt dem Ganzen nochmal einen deutlich stärkeren Ausdruck und macht die Sache eben nochmal für uns klarer, wenn wir sagen, ja, wo sind denn Unterstützungslinien, wo sind Widerstandslinien? Ja, halt hier, ne, bei den Hoch-, bei den Tiefpunkten. Und immer da, wo wir halt so ein paar Auflagepunkte haben. Das heißt, das sind auch nochmal zusätzliche Auflagepunkte, die wir hier dementsprechend so nutzen können. So, wie können wir das Ganze als Indikatorsignale nutzen? Erstmal gehe ich hier auf die Fragen ein. Gucken, was wir hier haben. So, die Frage. Welches Signal ist verlässlicher? Tenkan-Sen Kreuz über Kichun-Sen oder Senkusban A Kreuz über Senkusban B? Nun, Tenkan-Sen Kreuz über Kichun-Sen wird natürlich deutlich schneller vorkommen, zwangsläufig, als dass der A über den langen Durchschnitt kreuzt oder ja genau, langen Durchschnitt kreuzt. Im Endeffekt, Kumo Breakout ist das verlässlichste Signal, weil wir hier eben auch die langfristige Auswirkung haben, die langfristige Betrachtung haben. Tenkan-Sen und Kichun-Sen sind eher Signale, die schneller auftreten, aber schneller wieder abgefrühstückt sind. Ja? Also das heißt, sie haben im Endeffekt mit Ichimoku die Möglichkeit, nicht nur kurzfristige Strategien zu nehmen, sondern eben auch langfristige Trends dann auch zu verfolgen. Und dann ist die nächste Frage, eignet sich diese Analyse für Indizes, Funds, aber nicht für Einzeltitel? Die Analyse eignet sich tatsächlich für alles. Also gerade Einzeltitel, weil Funds, also ne, Fonds dann dementsprechend, so verstehe ich das jedenfalls, ist ja eine Zusammenstellung, eigentlich auch so eine Art Index, die natürlich auch eine gewisse Aussagekraft haben, aber die Aussagekraft kommt ja letzten Endes auch über die Einzeltitel. Also von daher alle Assets, alle Underlyings sozusagen und natürlich auch alle Zeiteinheiten. Wobei hier auch gilt, je kurzfristiger die Zeiteinheit, umso mehr Rauschen verfälscht natürlich Signale. Da müssen wir auch ganz klar sagen, Tageschart ist da schon mal eine gute Idee. Von mir aus auch Wochenchart. Wer die Marktwoche gesehen hat, den Marktausblick am Montag und auch letzte Woche, ich bin ja bewusst auch mal so mit Ichimoku dann auch reingegangen, um auch ein bisschen Stimmung zu machen hier für das Webinar. Es hat schon, aber man kann schon ein bisschen was damit anfangen und man kann schon ein bisschen auch sehen, wo geht der Markt dann hin? So, wie wurden die Zahlenwerte für Perioden 9, 26 entwickelt oder ermittelt? Empirisch oder basierend auf theoretischem Modell? Ja, da müssen Sie mal den Herrn Hosoda fragen. Das tatsächlich, es basiert ja alles irgendwo auf einer gewissen Empirik. Aber wie genau das wirklich entwickelt wurde, das überlasse ich gerne demjenigen, der eben wirklich tief da reinsteigen will. Für uns hier erstmal, lasst uns ruhig erstmal festhalten, visuell gesehen, und das ist ja erstmal visuell betrachtet, können wir viele, viele Punkte daraus suchen, die auch tatsächlich funktionieren, die auch eine gewisse Relevanz haben. Ja, aus diesen Gesetzmäßigkeiten läuft das. Wenn Sie das dann dementsprechend weiter vertiefen wollen, verweise ich entsprechend auch auf die Literatur, die dazu gehört. Ich hoffe, das reicht als Antwort an der Stelle. Gut,
Was für Signale? Es gibt drei Signalgruppen, die wir uns anschauen wollen. Erstens Signale, da geht es um Schnittpunkte. Haben wir eben schon fast diskutiert. Schnittpunkt Tenkan-Kijun-Linie, Schnittpunkt Senkuspan-A und Senkuspan-B-Linie oder das Signal von drei Linien. Also im Endeffekt ergibt sich das ja auch mehr oder weniger aus sich selbst heraus. Zum einen, das kennen wir auch aus der normalen Betrachtungsweise, wir haben den geleitenden Durchschnitt 50 beispielsweise, den geleitenden Durchschnitt 200, da gibt es das goldene Kreuz, auch das Todeskreuz, gibt es natürlich auch in der Betrachtung hier. Goldenes Kreuz ist Tenkan Sen, schneidet den Kijun Sen von unten nach oben, das ist das goldene Kreuz und umgekehrt ist halt das Todeskreuz. So, das Merkmal, das spezielle Merkmal von Ichimoku hier ist, wo tritt das denn auf? Sind wir oberhalb der Wolken und wir haben ein Todeskreuz, also kurzfristig schneidet langfristig, dann wird das eher als schwachbärisch angesehen. Ja, dementsprechend nicht mit diesem Impact, nicht mit der Auswirkung, nicht mit der Relevanz und schneidet sich aber dann nochmal das Ganze als goldenes Kreuz. Ja, das heißt, kommt Tenkan von unten über Kijun, oder, ne, von unten durch Kijun, dann ist das symbolische Signal sehr stark. Warum? Weil wir oberhalb der Wolke sind. Und umgekehrt können wir uns natürlich vorstellen, das Gleiche von der anderen Seite betrachtet, ja, dann ist eben das goldene Kreuz unterhalb der Wolke weniger relevant als oberhalb der als das Todeskreuz unterhalb der Wolke, was dann eben einfach nochmal zeigt im entsprechenden, ja, was es eben noch zeigt dann im entsprechenden Chart. So. Schnittpunkt von Senkuspan A und Senkuspan B. Haben Sie eben auch schon angesprochen, ja, hier kommt Senkuspan A von unten. Warum kommt er von unten? Weil er halt schneller ist. Ja? B steht hier praktisch so rum. Sie sehen, es kommt so zackig. Aber da muss schon im Kurs ordentlich was passieren, dass hier wirklich Bewegung reinkommt. A hingegen flimmert deutlich zügiger durch die Gegend und dementsprechend schneidet A hier unten, grüne Linie, von oben, kommt nochmal so ein bisschen seitwärts und geht dann, ne, hier wir sehen es nicht, ist auch mal rausgekommen. Kommt dann wieder hier nach oben raus und das ist natürlich dann für uns interessant. Ja. So ähnlich hier. Hier schneidet A den B von oben nach unten und wir sehen eben auch hier durchaus gerechtfertigt, denn der Kurs fällt ja auch schon. Das Signal von drei Linien. Hier haben wir steigendes Signal. Wir haben den kurzfristigen. Von oben nach unten betrachtet immer. Ne? Kurzfristig Tenkan, Kijun und dann Senkuspan A. Und abnehmendes Signal, auch hier, von unten betrachtet, na, das wäre dann eben, na, sagen wir hier, genau, nehmen wir mal den. Wir haben erstmal Senkuspan A, Kijun, Tenkan. Ja? Damit haben wir eben einfach abnehmendes Signal. So, und wenn jetzt kurzfristig, mittelfristig und mittelfristig, langfristig schneidet, dann können wir uns eben vorstellen, dann passiert ja auch was im Kurs, dann ist das eben nochmal so ein entsprechendes steigendes bzw. abfallendes Signal, je nachdem von welcher Richtung wir das Ganze betrachten. Zweite Signalgruppe. Die Signale werden durch die Beobachtung des Kursverhaltens in Wechselwirkung mit den Ichimoku-Linien erzeugt. Hört sich recht wissenschaftlich an. Es ist aber im Endeffekt so, das haben wir uns ja auch schon angeschaut, die Linien sind oftmals eben auch als Widerstände oder Unterstützung zu sehen und dann prallen Preise eben auch entsprechend ab. Und es ist auch entsprechend interessant, ja, was passiert, wenn der Kurs durch irgendeine Linie durchgeht. So, und was sehen wir hier? Das gefällt mir hier ganz gut. Wir haben eigentlich hier den Durchbruch aus der Kumo, dann kommt die Korrektur in die Wolke rein. Ja, wir sehen Spinning Top, Spinning Top, direkt am Senkuspan A. Dann kommt hier einfach nochmal die Aufwärtsbewegung. Der Markt bleibt so ein bisschen stehen. Spinning Top, Doji. Ne? Und sobald der Markt hier ankommt am A, bricht er weiter hoch. Hier nochmal ein Unterstützungsniveau, nochmal ein Unterstützungsniveau. Das Ganze geht das irgendwann seitwärts. Und hier erst, wir sehen es an der Kerze, ist die Unterstützung eben nicht mehr gegeben. Und hier umgekehrt, Abwärtsbewegung, der Markt kommt von unten hier hoch, da am Tenkan. Bleibt am Tenkan hängen, bleibt am Tenkan hängen und bricht dann erst hoch, kommt zurück, wohin? An den Kijun, kommt zurück, an den Kijun
bricht kurz durch und geht dann wieder hoch, bricht dann aber auch hier durch die kurzfristigen Linien durch, Sie sehen es hier. Ja. Und dann, wie gesagt, kommen wir zu dem Kumo Breakout. Oder, und das ist im Endeffekt das stärkste Signal, der sogenannte Kumo Breakout, also der Kurs überquert eine beliebige Ichimoku-Linie. Und der Kumo Breakout bedeutet im Endeffekt, der Markt läuft hier seitwärts, bricht hier unten aus. Das ist eigentlich ein Short-Signal. Wird jetzt nicht weiter groß verfolgt vom Markt, der Preis fällt nicht weiter, geht dann hoch, bricht nach oben aus. So, und das wäre dann hier entsprechend ein Kaufsignal. Wer jetzt sagt, ich kaufe hier, okay, der Stop-Loss ist dann unterhalb der Wolke. Und Sie sehen, hält. Bricht nochmal aus, Stop-Loss bleibt halt weiter unter der Wolke. Und jetzt kann man sich eben entscheiden, ja, lasse ich dem Markt so viel Raum oder gehe ich dann irgendwann mal auf den Kijun. Ja, muss man eben auch hier entscheiden, mache ich das zur Schlusskursbasis oder habe ich einen harten Stop. Ne? Kann keiner wirklich so empfehlen oder beantworten, muss jeder für sich selber entscheiden. Ja, nehme ich einen harten Stop an der Linie oder nehme ich auf Schlusskursbasis. Beides ist ja möglich und dann wäre dann hier entsprechend der Stop-Loss, entweder hier oder spätestens dann an der Stelle. Gleiche Situation, der Markt bricht hier von oben nach unten durch, korrigiert nochmal, das ist das Signal für Short. Und wir sehen eben auch hier, dass, ja, wenn wir den Stop-Loss da oben legen, dass hier auch nichts anbrennt. Aber auch da ist irgendwann natürlich die Frage, macht es nicht Sinn, das Ganze auf den Kijun dann zu legen? Beim Tankern, Sie sehen es, sehr eng, ist man in der Mitte mal ausgestoppt. Auch nicht schlimm, Gewinn ist Gewinn. Aber eben dann auch irgendwo recht deutlich, dass wir hier an der Stelle halt auch, dass wir hier an der Stelle auch, muss man schon Wasser trinken? Ja, gleich viel besser. Dass wir hier an der Stelle eben auch mit dem Stop auf Schlusskursbasis weiter drin bleiben. Aber wie gesagt, das Thema mit dem Stop-Loss ist sehr individuell immer. Von der Idee her ist die Wolke durchaus da. Kijun ist da. Und man wäre dann hier beim Kijun rausgegangen und bei der Wolke, na gut, muss man eben sehen, was dahinter gekommen wäre. Dritte Signalgruppe. Und hier geht es um die Signale, die wir vom Chikuspan bekommen. Und die erste Idee ist einfach, wenn der Kurs diese Chikuspan-Linie überschreitet und dann auch, wenn der Kurs abprallt, beziehungsweise der Chikuspan wird auch gerne mal als Filter genommen. Ja, hier prallt der Kurs einfach ab. Ja, oder überschreitet. Hier überschreitet er, genau, sehr dünn. Und hier prallt er ab. So, hier prallt der Markt ab. Hier überschreitet der Markt. Ja, also hier sind so ein paar Sachen. Tatsächlich ist es auch so, wir können uns auch das Ganze als Filter vorstellen, ja, also oder als Bestätigungssignal. Wenn Sie jetzt mit einem Long Trade loslegen wollen, ja, wenn Sie kaufen wollen, dann ist es immer gut zu sehen, ist denn ist der Chiku oberhalb des Preises. Ja, dann sind Sie ja schon im Aufwärtstrend hier. Sind die seitwärts, das ist mal unterhalb, mal oberhalb, mal unterhalb, mal oberhalb, seitwärts. Aber sogar das Ganze dann ein bisschen auffächert und auch letzten Endes anfängt zu steigen, dann ist der Chikuspan oberhalb des Preises. Das heißt, es kann auch so ein gewisser Filter sein, dann zu sagen, nee, hier ist ja der Preis schon über der Linie, jetzt macht es keinen Sinn zu kaufen. Jetzt passiert hier für mich nichts mehr. Und an der Stelle ist es dann eben einfach auch interessant und auch wichtig zu sagen, gut, dann nehme ich das als Filter und kaufe eben nicht mehr. Ja? Und dementsprechend kann man das Ganze dann auch so halt nutzen. Gut, wir können mal in einen Chart schauen. So, schauen wir mal auf die Zeit. Oh, ich bin ein bisschen drüber. Aber nichtsdestotrotz, das soll uns jetzt nicht völlig irgendwie aufhalten. So, wir gehen mal in den Chart. Da ist er. So, und jetzt erstmal die Frage hier, wo sind die Linien anzuklicken im Swissquote Quote Chart? Also, ich kann es Ihnen sagen, im Advanced Trader Web ist es ja das gleiche wie hier. Sie finden das Ganze im Indikator. Ja, einfach raussuchen, Ichimoku Cloud. Punkt.
Und wenn Sie so ein bisschen mit den Linien spielen wollen, wo Sie sagen, Mensch, ich will jetzt irgendwie nicht alle Linien da drin haben, dann hilft der Doppelklick und Sie sehen es, nur nehme ich die mal raus. Ja, dann fehlt dann halt eine. Ja. So, Leggings Bahn ist im Endeffekt der Chiku. Lagging, also hinterherlaufend. Und Conversion Line ist der Tenkan, Baseline ist der Kijun und A und B, glaube ich, haben wir jetzt auch schon diskutiert. Also Doppelklick einfach hier auf eine der Linien, dann öffnet sich dieses Fenster und das ist eben, da ich das ja TradingView Charts verwendet werden im Advanced Trader Web, kann man das auch dementsprechend übertragen, wie gesagt, Indikator und dann haben wir das einfach hier zur Auswahl, wie alle anderen eben auch. Und genauso kann das eben integriert werden. Ja, und damit haben wir das Ganze im Endeffekt auch schon. Wo gibt es von Ihrer Seite noch Fragen? Ein, zwei Fragen beantworte ich gerne noch, dann wir sind schon deutlich über der Zeit, aber ja, die Zeit können wir uns noch nehmen. Okay. Wenn keine Fragen sind, gerne können Sie die mir natürlich per E-Mail schicken oder dann später halt auch über die Fragen oder Kommentare im Video, dann auf YouTube. Und dann gehe ich natürlich auch gerne nochmal darauf ein. So, für jetzt bleibt mir nur, mich zu verabschieden. Bin froh, dass die Technik mir hier die Treue gehalten hat. Ja, mit so einem neuen Laptop immer so eine Geschichte. Sie können sich's vorstellen, das war aufregend, aber na, hält sich in Grenzen. Von daher, wenn Sie die Kollegen nochmal erreichen wollen, fx@swissquote.com oder forex.support@swissquote, da sind die Kollegen gerne für Sie da. Mich können Sie auch gerne darüber halt auch erreichen. Das wird dann auch weitergeleitet. Oder eben dann auf YouTube unter dem Video mit den Kommentaren. Freue mich natürlich auch und bin auch da zu erreichen. Ansonsten, wenn Sie mögen, wir sehen uns am Montag wieder, dann bei der Marktwoche. Und Ihnen erstmal alles Gute. Viel Spaß beim Testen von Ichimoku. Ganz empfehlen, damit sich mal zu beschäftigen und einfach mal zu schauen, inwieweit was für Sie ist. Also, bis dahin, machen Sie es gut. Alles Gute. Ihr Wieland Aal. Ciao, tschüss.